Folge 186 von der Webverbesserin und heute lernst du, wie du deine Angst vor Verkaufen loswirst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du hast es gerade vernommen. Wir möchten heute über Ängste sprechen. Denn ja, wenn es darum geht, sich zu verkaufen, sein Produkt zu verkaufen, dann, naja, geht das immer einher mit Ängsten, Versagensangst vor allen Dingen. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich mag es sehr gerne, Angst unter einem anderen Aspekt zu beobachten, weil Angst kommt von unserem Gehirn. Genauer gesagt, von den Gedanken, die wir denken. Und diese Gedanken sind in der Regel verursacht, weil wir zum Beispiel schon mal eine nicht so gute Erfahrung beim Thema Verkauf hatten. Es könnte aber auch ganz weit weiter hinten liegen. Kann ja sein, dass du zum Beispiel in der Schule eine nicht so gute Erfahrung gemacht hast, weil du dich selber quasi mit einem Vortrag verkaufen musstest. Und jetzt kommt die Mira um die Ecke und sagt, du kannst ganz einfach mal kaufen mit Webinaren. Und dein Gehirn sagt dir aber, weißt du noch damals in der 5. Klasse? Den Vortrag, das war nicht gut. Das Gefühl, was hochkommt, ist automatisch Angst. Und das Schlimme in Anführungsstrichen ist, dass das Gehirn bei diesem Gefühl automatisch ständig neue ängstliche Gedanken produziert. Das macht es jetzt weniger, um dich zu ärgern, sondern weil es sein Überleben sichern will. Ich mag sehr gern den Vergleich, es gibt eine schöne Netflix-Serie, Lost in Space heißt die. Und in dieser Serie trifft ein kleiner Junge im All einen Roboter. Und dieser Roboter sagt nichts anderes als Gefahr, Will Robinson. Und ich stelle mir irgendwie immer vor, dass das Gehirn genau dieser Roboter ist. Weil eigentlich meint der es gut. Ja? Der will nur, dass Will Robinson bzw. wir überleben. Aber das ist natürlich total anstrengend, weil wenn wir jetzt immer nur auf den Roboter hören, naja, dann werden wir kein Webinar geben, dann werden wir nichts verkaufen und du ahnst es wahrscheinlich so, dann wird das Gehirn neue ängstliche Gedanken produzieren, weil, naja, wir es nicht hinbekommen haben. Ich kann dir auch sagen, dass es sehr schwierig ist, sich seinen Ängsten zu stellen. Es ist anstrengend, sich seiner Angst zu stellen. Und was machen wir in der Regel? Also das ist das Nächste. Du hast sozusagen einen Gedanken gedacht, du hast ein Gefühl, dann kommen neue Gedanken. Und das, was wir dann tun, ist zu versuchen, diesen Gedanken zu entfliehen, indem wir uns ablenken beispielsweise. Was also jetzt ganz, ganz schnell in der Regel entsteht, ist, dass wir einen ganzen Nachmittag Netflix geguckt haben, Lost in Space, du erinnerst dich, hat dir die Mira doch einen schönen Serientipp gegeben, das mache ich jetzt mal, statt mit meinen Webinar-Vorbereitungen anzufangen. Ja? Und zack, ist ein Nachmittag weg, wir ärgern uns über uns selber, aber es wird nicht besser. Und was ich irgendwann, ich erlebe das natürlich auch, also ich habe auch mit Ängsten zu tun, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig, der Angst, mich selber zu verkaufen oder ein Webinar zu geben. Aber selbstverständlich habe auch ich Ängste. Darüber werde ich übrigens auch in der kommenden Podcast-Folge ein bisschen was erzählen, weil das ganz, ganz spannend ist, mit Ängsten umzugehen und so weiter. Aber was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, auch ich habe die natürlich. So. Was ich für mich aber bemerkt habe, ist, dass die Angst eigentlich wirklich nur so ein Big Deal für mich ist, wenn ich versuche, sie die ganze Zeit zu verdrängen. Was meine ich damit?
Vielleicht kennst du das, wenn dein Gehirn also voller ängstlicher Gedanken ist, du fühlst dich nicht gut, du fühlst dich so ein bisschen, und jetzt bin ich auch müde und irgendwie ist alles ein bisschen doof und du kämpfst so mit dir selber. Vielleicht kennst du das, dass du an deinem Schreibtisch sitzt und dann guckst du mal nach Instagram und dann siehst du von jemand anderem was Erfolgreiches und dann sagt das Gehirn, und der kriegt das alles hin und du nicht. Vielleicht kennst du das gut. Und eigentlich ist genau das, was ich meine, du hast dem Gehirn nachgegeben, ja, du versuchst die ganze Zeit eigentlich zu verdrängen, was das Gehirn dir sagen will und du versuchst gegen die Angst anzukämpfen, aber du fühlst dich immer und immer schlechter. Und ich merke, dass genau dieses Verdrängen, also dieses Nachgeben, Serie gucken, Social Media machen, auf dem Sofa hängen und irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht, wir haben alle diese Phasen, auch ich. Das kostet unfassbar viel Energie. Und was sehr spannend ist, ist, dass ich mittlerweile eine Technik nutze und sage, nein, ich stelle mich dieser Angst, indem ich sie mir anschaue. Das heißt, wenn ich bemerke, dass ich nicht ins Tun komme, dass ich in Social Media festhänge und Co., dann gehe ich ganz konkret hin, hole mir in der Regel ein Journal, ein schriftliches Journal-Notizbuch und gucke mir die Gedanken an, die dahinter stehen. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil diese Gedanken sich anzugucken und sich auch mal zu fragen, wo kommen die eigentlich her, was ist der Ursprung, das ist eigentlich fast immer ein erster Schritt. Und es ist die beste Strategie beim Verändern. Wenn du also schlechte Gedanken hast, wenn du Ängste hast, dann gibt es zwei Wege. Ne? Es gibt dieses Weg von. Weg von würde dann also bedeuten, wir gucken Serie, wir gehen in Social Media oder auch ein Hinzu. Und hinzu bedeutet, dass wir uns dieser Angst stellen, dass wir Dinge ausprobieren und versuchen, etwas zu verändern. Und das, was in einem solchen Moment, wenn du Angst hast, dich selbst zu verkaufen beziehungsweise deine Produkte zu verkaufen, dann werden sehr viele Gedanken kommen. Aber was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, bei diesem Hinzu und beim Verkaufen kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man den Mehrwert des eigenen Produktes, der eigenen Leistung erkennt. Zu meinen Mentoring-Kunden sage ich immer, du musst dein Produkt lieben. Wenn du nicht selber über beide Ohren strahlst, wenn du über dein Produkt sprichst, dann ist es das noch nicht. Und das ist eine Arbeit, die dir immer und immer wieder zugutekommen wird. Es ist Arbeit, es ist anstrengend, sich der Angst zu stellen, nicht Netflix zu gucken, nicht zu essen, nicht die beste Freundin anzurufen, nicht ein Glas Wein zu trinken, sondern stattdessen zu sagen, okay, Gehirn, danke für die Info, aber lass uns doch mal ganz kurz sachlich bleiben und mal gucken, warum ist mein Produkt wirklich gut. Diese Arbeit, wenn du sie machst, wird dein ganzes Businessleben lang dir immer und immer wieder zugutekommen, weil du sie immer wieder nutzen kannst und weil du dich und auch dein Produkt verkaufen kannst. Und das ist das, was ich mit meinen Kunden mache. In meinem Online-Kurs mit Webinaren erfolgreich gibt es zwei Teilaspekte, die immer wieder von Kunden genannt werden und auch von ehemaligen Kursteilnehmern genannt werden, die besonders viel verändert haben, nämlich die Anti-Angst-Formel für Technik. Dass also Leute gesagt haben, also mit deiner Formel, mit diesem Schritt für Schritt und Step by Step und noch zusätzlich der Checkliste, hatte ich wirklich das Gefühl, das kriege ich hin. Und der Formel, wie du es lernst, deine eigenen Produkte zu lieben und dementsprechend erfolgreich zu verkaufen. Das ist das, was du in meinen Online-Kursen lernst. Und du weißt, ich habe dir das in den letzten Wochen immer wieder gesagt, mit Webinaren erfolgreich wird gerade stark überarbeitet. Es wird in die Conversion-Formel in Zukunft umbenannt werden. Und es werden Kurse sein, die dir extrem dabei weiterhelfen werden, dein ganzes Businessleben, egal ob du jetzt Webinare gibst oder ob du auch später im 1:1 bist, von denen du dann einfach weißt, wie du richtig interagierst. Aber aktuell gilt noch das Angebot bis Ende August und es ist fast vorbei, mit Webinaren erfolgreich zu kaufen und Anfang September zusätzlich den neuen Kurs zu bekommen. So oder so wünsche ich dir schon an dieser Stelle viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Nicht-Wein trinken und ich wünsche dir eine gute Zeit, bis ganz bald,
deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.